Liebe Kolleginnen und Kollegen, herzlich willkommen hier im Austria Center. Ich bedanke mich auch bei allen Referentinnen und Referenten, die heute Beiträge leisten werden. Wie ich hierher gekommen bin, haben mich einige gefragt, warum wir heute im Keller sind. Das passt doch gar nicht zum Thema unserer Tagung und zu der Hauptaussage, nämlich dass Österreich top ist und nicht flop. Aber ich denke, das soll uns in keiner Weise irritieren. Wir wissen, wovon wir reden, wenn wir sagen, dass Österreich top ist. Und ich freue mich auf eine wirklich spannende Tagung. Ich möchte mich auch bei der Kollegin und dem Kollegen bedanken, die uns heute technisch betreuen, und zwar aus einem ganz besonderen Grund. Die sind nämlich Betriebsrätin und Betriebsrat. Also herzlichen Dank für die gute Betreuung. Quasi schon als Vorschuss, aber ich gehe davon aus, dass wie immer alles hervorragend klappen wird. Ja. Warum stellen wir den Wirtschaftsstandort Österreich in den Mittelpunkt einer Aktionswoche und auch einer Betriebsrätinnenkonferenz? Ich denke, eure Anwesenheit zeigt, dass das ein ganz wichtiges und spannendes Thema ist, und auch die Medienpräsenz, die dieses Thema durch unsere Pressekonferenz in den vergangenen Tagen hatte, zeigt, wie wichtig dieses Thema ist und wie sehr es vielen unter den Nägeln brennt. Und die Antwort haben Sie, Frau Weißensteiner, ja schon ein bisschen vorweggenommen in Ihrer Einleitung. Wir leben in einer Welt, in der scheinbar nicht mehr Fakten zählen, sondern Wahrnehmungen, Eindrücke und die eigene Interpretation der Wirklichkeit. Wir lesen und hören nahezu täglich, dass der Wirtschaftsstandort Österreich heruntergekommen und nicht mehr konkurrenzfähig ist. Abgesandelt ist, wie gesagt, zu dem geflügelten Wort in dem Zusammenhang geworden. Und das geht so weit, dass jeden Tag Schreckensszenarien für die österreichische Wirtschaft gezeichnet werden. Wir stellen uns die Frage, ob das tatsächlich der Wahrheit entspricht. Und gleich eine Antwort vorwegnehmend, die Vermutung liegt nahe, dass es sich um eine gut erzählte Geschichte handelt, um die Beschäftigten unter Druck zu setzen und ihnen noch mehr Flexibilität bei noch weniger Bezahlung abzuverlangen. Und wie gesagt, der Verdacht liegt nahe, dass das der wahre Grund ist. Was die Vertreter der Wirtschaft bei dieser ihrer Darstellung allerdings übersehen, ist, dass eine positive Stimmung der wichtigste Standortfaktor ist. Etwas, was lange schlecht geredet wird, wird dann irgendwann einmal auch schlecht. Und das nicht zu erkennen und uns jeden Tag zu erzählen, wie katastrophal die Lage ist, ist fahrlässig und in Wirklichkeit wirtschaftsfeindlich. Wir wollen die positive Gegengeschichte erzählen, und das gestützt auf Fakten. Wir sind besser, als viele glauben oder uns viele glauben machen wollen. Österreich ist auch im europäischen Vergleich ein gut aufgestellter Wirtschaftsstandort mit vielen Stärken. Selbstverständlich gibt es auch Herausforderungen, wie zum Beispiel die hohe Arbeitslosigkeit. Da war Österreich lange verwöhnt, das ist vorbei. Es gibt zu wenig Investitionen und es geht um die Bewältigung des digitalen Wandels. Aber Herausforderungen bewältigt man nicht durch Schwarzmalerei, sondern durch Optimismus und durch Anpacken. Aber zunächst einmal geht es darum, die Geschichte, die wir nahezu tagtäglich aufgetischt bekommen, zu entzaubern. Österreich ist top und sicher nicht flop. Im Vorfeld zur Aktionswoche hat IFES für uns Angestellte aus allen Branchen befragt, weil wir wissen wollten, wie Beschäftigte den Standort sehen. Das zum Teil auch wirklich für uns überraschende Ergebnis: die Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer haben ein wesentlich positiveres Bild als die Unternehmer. Insgesamt sagt mehr als die Hälfte der Befragten, nämlich 54%, dass sie den Wirtschaftsstandort Österreich besser einschätzen als andere europäische Länder. Nur 11% glauben, dass wir schlechter dastehen.
besonders gute Noten bekommen das Gesundheitssystem, die soziale Sicherheit, also genau das, was immer wieder in Frage gestellt wird, und der Konsumentenschutz. 2/3 aller Befragten sagen, dass wir in Bezug auf eine starke Interessenvertretung Betriebsräte, Gewerkschaften und Arbeiterkammer besser sind als andere. 69% aller Befragten sind der Meinung, dass sich Österreich in den kommenden 5 Jahren positiv entwickeln wird, und sogar 75% glauben das für ihr eigenes Unternehmen. Also die Beschäftigten glauben an die Zukunft in Österreich. Und offensichtlich, und das ist durchaus erfreulich, sehen das in der Zwischenzeit doch auch einige Wirtschaftsforscher so, die Wirtschaftsprognosen sind deutlich optimistischer geworden. Was uns nachdenklich stimmen sollte, die Jungen sind nicht ganz so optimistisch. Zwar glaubt auch bei den Jüngeren eine Mehrheit, nämlich 59%, dass sich Österreich in den nächsten Jahren gut entwickeln wird. Das sind aber doch deutlich weniger als die 79% der 40- bis 49-Jährigen. Ja, und das liegt mit großer Wahrscheinlichkeit daran, dass die Anforderungen an junge Menschen am Arbeitsmarkt steigen, sich ihre Chancen und Arbeitsbedingungen aber verschlechtern. Wer sich nach einer Ausbildung von Praktikum zu Praktikum handeln muss, wem vermittelt wird, dass man gleichzeitig jung sein und zumindest 10 Jahre Berufserfahrung haben muss, wenn möglich auch noch im Ausland, der muss zwangsläufig pessimistischer in die Zukunft schauen. Das ist eine große Herausforderung für uns, aber auch für die Wirtschaft. Wir dürfen den Jungen die Zukunft nicht nehmen, sie sind hervorragend ausgebildet und müssen eine Chance bekommen, diese hohe Qualifikation in einem abgesicherten Beschäftigungsverhältnis einbringen zu können. Und das gilt wirklich für alle Qualifikationsstufen, für die Lehre, für berufsbildende Schulen, für die Universitäten. Die Jungen müssen genauso wie die Generationen vor ihnen ihren Platz auf dem Arbeitsmarkt und in den Unternehmen finden und sich mit ihren Interessen und Kompetenzen ernst genommen und auch finanziell anerkannt sehen. Sonst wird es nicht gehen. Noch einmal zurück zur Umfrage. Wir haben auch gefragt, was denn für die Beschäftigten einen guten Wirtschaftsstandort ausmacht. Wir alle wissen, was die Unternehmer in Österreich darauf antworten würden, weil wir hören es jeden Tag. Niedrigere Unternehmenssteuern, weg mit dem Arbeitnehmerinnenschutz, ein Thema, das gerade dieser Tage besonders aktuell ist und in einer Art und Weise abgehandelt wird, dass man sich wirklich schämen könnte. Arbeit auf Abruf, niedrigere Löhne und Gehälter. Die Beschäftigten haben offenbar einen besseren Blick auf das große Ganze. Sie denken volkswirtschaftlicher als die Unternehmen und überlegen sich nicht nur, was einem einzelnen Unternehmen möglicherweise auf kurze Sicht helfen mag, sondern was gesamtwirtschaftlich und auch gesamtgesellschaftlich wichtig ist. 96% sagen, dass für einen erfolgreichen Wirtschaftsstandort angemessene Löhne und Gehälter wichtig sind. 54% halten gut qualifizierte Arbeitnehmerinnen für einen wichtigen Standortfaktor und 84% die soziale Sicherheit. Andersherum halten 53% Steuerbegünstigungen für Konzerne für nicht wichtig. 58% wollen keine Lockerung des Arbeitnehmerinnenschutzes und 82% halten die Privatisierung von Grundversorgungseinrichtungen für schädlich und dem Wirtschaftsstandort abträglich. IFES hat dann auch noch einige aktuelle Themen abgefragt, die mit dem Wirtschaftsstandort in Zusammenhang stehen. Eines möchte ich herausgreifen. 76% der Befragten sprechen sich gegen eine Ausdehnung der gesetzlichen täglichen Höchstarbeitszeit von 10 auf 12 Stunden ohne Gegenleistung aus. Besonders bemerkenswert ist, dass 88% der Jungen diese Verlängerung ohne Ausgleich ablehnen. Das ist ein ganz klarer Auftrag für uns. Wir sehen also, der Wirtschaftsstandort Österreich ist besser als viele glauben. Die, um die es geht, nämlich die Beschäftigten, wissen das ohnehin.
Worauf wir achten müssen, ist, dass wir die Jungen an dieser Erfolgsgeschichte teilhaben lassen und dass es uns gemeinsam gelingt, die Qualität des Wirtschaftsstandortes zu bewahren und weiterzuentwickeln. Und wir müssen uns auf den Weg machen, endlich diese andere Geschichte zu erzählen. Und das heute ist ein, wie ich meine, starker Beginn. Dankeschön.